Der Staatsbesuch des Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, versetzt die Polizei, aber auch das Bundesheer in einen Ausnahmezustand. Um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten, wurde deshalb ein umfangreiches Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Während des gesamten Putin-Besuches wird es deshalb auch diverse Spezialeinheiten, unter anderem die Vega, geben, die eben im Einsatz am Dienstag sind. Aber auch das Bundesheer wird herangezogen. Herr Oberst Bauer, am Dienstag, da steht der Putin-Besuch auf den Plan. Und die Frage ist natürlich, warum ist denn genau das Bundesheer da im Einsatz? Die Überwachung des Luftraumes ist eine der wesentlichsten Aufgaben des Bundesheers gemäß der österreichischen Bundesverfassung. Wir führen diese Aufgabe nicht nur durch, wenn ein Staatsbesuch wie beim Besuch des russischen Präsidenten kommt, sondern wir führen diese Aufgabe jeden Tag durch, von Montag bis Sonntag. Es gibt allerdings Personen, die einer höheren Bedrohung ausgesetzt sind. Dazu zählt zum Beispiel der US-amerikanische Präsident oder eben auch der russische Präsident. Dann verstärken wir unsere Aufgaben, so wie es morgen gemacht wird. Wer ist denn genau im Einsatz und vor allen Dingen, wie viele Kräfte werden denn da herangezogen? Also wir haben über Großraum Wien, über große Teile Niederösterreichs und das Burgenland ein sogenanntes Flugbeschränkungsgebiet festgelegt. Das heißt, nur wer einen Flugplan hat, darf hinein und durchfliegen. In diesem Flugplan steht, von wo startet dieses Flugzeug, wo wird es landen, in welcher Geschwindigkeit und in welcher Höhe fliegt es und warum fliegt es. Das heißt, wir wollen wissen, bei jedem einzelnen Flugzeug, wer bewegt sich in diesem Gebiet, und wir überwachen dieses Gebiet mit unseren Eurofightern, mit der Saab 105, mit der BC-7, das ist ein langsam fliegendes Flugzeug, und mit dem Hubschrauber. Das heißt, wir decken alle Höhen von sehr, sehr hohen Höhen bis 13.000 Meter und auch quasi über dem Grund ab. Und wie viele Kräfte sind da genau im Einsatz, beziehungsweise bezieht sich dieses Gebiet eben nur auf den Luftraum am Dienstag oder wird das Bundesheer auch am Boden sozusagen mit dem Einsatz sein? Die Aufgabe ist klar getrennt. Alles, was am Boden ist, ist Aufgabe der Polizei. Alles, was in der Luft ist, ist Aufgabe des Bundesheers. Wir haben insgesamt 800 Soldaten im Einsatz und 17 Luftfahrzeuge vom Eurofighter bis zum Hubschrauber. Und diese 800 Soldaten beginnen eben beim Eurofighter-Piloten, gehen weiter zum Techniker, zum Fliegerleitoffizier, zum Radaroffizier. Wir haben die Fliegerabwehr im Einsatz, wir haben mobile Radar, sogenannte Zielzuweisungsradar. Österreich ist ja sehr kopiert und hat tiefe Täler. Da reicht das ortsfeste Radar vielleicht gar nicht mehr hin. Deswegen ist es wichtig, das mit Radarstationen zu verstärken. Und wir haben dann auch eine Führung und Leitung, und insgesamt ergibt das eben diese 800 Soldaten. Was für Restriktionen gibt es dann genau? Sie haben schon erwähnt, man braucht einen definitiven Flugplan. Sind noch weitere Einzelheiten da maßgebend an diesem Dienstag? Also für uns ist wichtig, wir wollen wissen, wer ist in diesem Flugbeschränkungsraum drinnen. Und daher verlangen wir von jedem Flugzeug einen Flugplan. Wir wollen also verhindern, dass plötzlich irgendjemand spontan in ein Flugzeug einsteigt und in diesen Bereich hineinfliegt. Wir überwachen das auch ständig. Wir haben ständig Flugzeuge und Hubschrauber innerhalb dieses Gebietes in allen Höhen, sodass wir auch jederzeit vor Ort sein können, wenn wir ein Flugzeug haben, das sich nicht an diese Bestimmungen hält. Das wäre meine letzte Frage gewesen, wenn der Fall eintritt, dass ein Flugzeug sich eben nicht an die Bestimmungen hält. Welche Handhabe haben Sie konkret? Was passiert dann? Also aus unseren Erfahrungen von vergangenen Luftraumsicherungsoperationen wissen wir leider, dass sich nicht alle daran halten. Manche vergessen es einfach. Wir nehmen dann Sichtkontakt mit diesem Flugzeug auf, und Sie können sich vorstellen, wenn Sie in einem kleinen einmotorigen Flugzeug sitzen und plötzlich fliegt neben Ihnen ein Eurofighter, dann wissen Sie sofort, was Sie zu tun haben. Und diese Flugzeuge werden dann aus dem Luftraum, aus diesem Flugbeschränkungsgebiet hinausgedrängt, unter Umständen auch zur Landung gezwungen und angezeigt. Rund 800 Personen des Heeres sowie ca. 800 Polizisten werden am Dienstag also im Einsatz sein. Das sogenannte Flugbeschränkungsgebiet, das gilt über dem nördlichen Burgenland sowie über Wien und dem östlichen Niederösterreich und gilt von den Zeiten zwischen 7 und 20 Uhr am Dienstag. Das heißt also, fliegen darf nur, wer einen sogenannten Flugplan angemeldet hat. Dieser enthält eben wichtige Informationen über den Inhaber des Flugzeuges, aber auch über seine Reiseroute, das Reiseziel und auch die Reisegeschwindigkeit. Auf den normalen Flugbetrieb des Flughafens Wien-Schwechat hat der Staatsbesuch von Wladimir Putin allerdings keine Auswirkungen.